Ja, hallo zusammen. Wie Sie sehen, ich bin nicht der Thorsten Rudolf, doch Natascha Deutinger. Herr Thorsten Rudolf ist eigentlich vom Anwendungszentrum in Oberpfaffenhofen, ich unter anderem auch als eine Mitarbeiterin dort. Und er saß tatsächlich in seinem Zug, so umweltbewusst wie er ist, wollte er herkommen mit der Bahn. Verspätung, Anschlusszug verpasst. Verzweifelt wie er ist, DB-App. Ja, verdammt, mit dieser Verbindung komme ich nicht rechtzeitig zu dieser Veranstaltung. Telefon wieder, Frau Deutinger, wie sieht's aus, können Sie das für mich übernehmen? Ja klar, selbstverständlich. Verzweifelt wie er war, wäre es natürlich schöner für ihn, wenn er diesen Begleiter, also den der Benno vorher genannt hatte, tatsächlich in der Hosentasche gehabt hätte. Ja? Den Begleiter, der ihm rechtzeitig sagt, komm, da ist die nächste Carsharing-Station, steig aus, nimm das Auto bis nach Nürnberg, du kommst blöderweise um 17:30 an, Rush Hour, könnte schwierig werden, der Last Mile. Ja, vielleicht steigst du dann doch um, nimmst die öffentlichen Verkehrsmittel oder wenn möglich Nextbike oder ähnliches. Und genau das sehen wir vom Konsortium Seamless Cities als eine Smart City oder eine Seamless City. Wir sehen hier Applikationen und Anwendungen, die einem die Möglichkeit geben, die Möglichkeit rechtzeitig Alternativen zu suchen und diese Alternativen auch tatsächlich zu nutzen. Das heißt, intermodale Navigation, Pre-Trip, Planung von Trips, während des Trips und dann hoffentlich auch irgendwann mal nach dem Trip, wenn wir an das Checkout denken, was vorhin genannt wurde. Und da kommen wir auch zu dem Thema. Also wir wollen uns eigentlich nicht damit auseinandersetzen, welche Infrastrukturen das ich habe, welche Verkehrsmittel das ich habe. Es soll barrierefrei sein, aber bitte diese barrierefrei etwas weiter zu sehen. Das heißt, unabhängig von Navigationsstrukturen, die ich habe, habe ich jetzt eine Satellitennavigation zur Verfügung oder wie komme ich denn weiter? Upsi, ich bin in einem Hauptbahnhof. Das sind blinde Flecken für Satellitennavigationssysteme. Und daher, ich überspringe ein paar Sachen. Dieses Projekt ergeben Seamless Cities. Seamless Cities ist das, was wir eigentlich sehen als die Grundlage der intermodalen Verkehrsanwendung, die ich vorhin kurz angedeutet habe. Jemand, der mir sagt, steig aus, es ist besser jetzt Carsharing zu nehmen oder dann später, keine Ahnung, ein Bike zu nehmen. Dieses Projekt, wo ich hier jetzt zwar alleine auf der Bühne stehe und nicht jetzt Sie 20 Minuten lang zulabern werden, also da weitergeben werde, steht hinter einem Konsortium von 4 Institutionen und ist ein EU-Projekt, welches unter anderem diese intermodalen Verkehrsanwendung anbieten soll. Die Verkehrsanwendung soll aber nicht nur das Routing, Pre-Trip-Planung zur Verfügung stellen, sondern es geht ja jetzt noch einen Schritt weiter. Es sollen umweltfreundliche oder umweltbewusste Daten und Informationen auch mit einbezogen werden. Sprich, Sie können auch entscheiden, nicht nur am schnellsten, am billigsten irgendwo hinzukommen oder am effizientesten, sondern tatsächlich auch entsprechend zum Beispiel der CO2-Emission, die Sie dabei hervorrufen oder generieren. Dann wollen wir aber auch die Leute, wie bereits gesagt, also auch Indoor, nicht nur Outdoor, sondern Indoor auch begleiten. Da wird es jetzt dann schwieriger, wie bereits angesprochen, brauchen wir hier weitere Technologien und da kommen wir in Lösungen, die hochpräzise Lokalisierungen benötigen. Hochpräzise bedeutet hier in diesem Fall innerstädtisch und hochpräzise, aber auch von einem U-Bahn-Deck zu einem anderen U-Bahn-Deck und so weiter. Es ist jetzt aber nicht nur so, dass wir Ihnen hier eine fertige Lösung präsentieren werden, werden wir auch, aber noch zusätzlich dazu, bekommt jetzt der große Aufruf, Sie dürfen auch aktiv werden. Wir sind zwar hier 4 Institutionen, die doch ein breites Know-how zur Verfügung stellen, aber wir wollen noch mehr Know-how reinbringen. Reinbringen in dieses Projekt, dadurch, dass wir im Februar, es kommt nachher noch ein paar Details und Sie werden hier herum auch so schöne türkise Flyer sehen, ein App-Developer-Camp ins Leben rufen werden. Dieses App-Developer-Camp soll hier in Nürnberg stattfinden, zur Unterstützung einerseits der intermodalen Verkehrsanwendung und weiterer Use Cases in dem Bereich. Da komme ich aber später noch dazu. Diese 2 Apps sollen aber unter anderem auch tatsächlich realisiert werden, nicht nur schöne Preise bekommen, sondern auch wirklich tatsächliche Aufträge. Wir hatten ja vorhin eigentlich eine gute Zusammenfassung dessen, wir arbeiten mit hochdynamischen Daten.
Diese hochdynamischen Daten sollen womöglich auch noch in Echtzeit zur Verfügung stehen. Da wird es schon einmal schwieriger. Und dann kommt es auch noch, dass wir mit öffentlichen und privaten Verkehrsträgern zu tun haben. Wir sind uns dieser großen Ziele, die wir uns gesetzt, absolut bewusst, aber ebenso auch der Herausforderungen, die hier stehen. Das heißt, eine flächendeckende App anzubieten, die hier vorerst einmal mit der Partnerstadt Nürnberg realisiert werden soll, auch dann weiter transferieren und skalieren zu können. Das heißt, wir wissen, es ist eine Insellösung, dass eine flächendeckende Durchsetzung dieser Lösung eine Schwierigkeit ist, aber irgendwo muss ein Anfang gesetzt werden, das ist uns klar, dass hier Schnittstellen und Standards zur Verfügung gestellt werden. Die zweite Herausforderung liegt tatsächlich in dem, dass wir 2/3 unseres Lebens eigentlich nicht auf dem Bike verbringen können, sondern tatsächlich 2/3 unseres Lebens indoor verbringen. Indoor, wie bereits gesagt, Millionen von Quadratkilometern sind eigentlich hier für die bisherigen Navigationslösungen einfach schwarze Flecken. Schwarze Flecken, die man nicht nutzen kann für den Begleiter in der intermodalen Navigation, aber ebenso auch nicht nutzen kann, um weitere Informationen zum leichteren Routing zur Verfügung zu stellen. Hier haben wir eigentlich bereits eine Lösung. Hier greifen wir zurück auf die WLAN-basierte Ortungstechnologie namens Avilog. Und bevor ich jetzt hier als Nicht-Avilog-Experte länger rede, möchte ich gleich einen aus unserem Konsortium bitten, nämlich Herrn Jasper Jahn, uns die Lösungsmöglichkeiten von WLAN-Ortung mit Avilog Fraunhofer vorzustellen. Ja, schönen guten Abend. Ich stelle vom Fraunhofer IIS Avilog vor. Kurz zum Fraunhofer IIS. Wir sind in Erlangen gegründet, dann mit der Erfindung von MP3 groß geworden und mittlerweile auf Erlangen und Fürth weitergewachsen. Nicht Erlangen und Fürth, Nürnberg und Fürth. Und in Nürnberg, wo auch die Avilog-Technik entwickelt wird, haben wir jetzt all unsere Technologien zur Ortung von WLAN-Ortung über Inertialsensorik, GPS bis hin zu weiteren verschiedenen Funksystemen zur Positionsbestimmung in unterschiedlichen Genauigkeiten und Preiskategorien angesiedelt. Nochmal kurz das Szenario, wie finde ich den Weg in der Stadt? Ich habe hier den schönen Bahnhofsvorplatz in Nürnberg und wenn man als Nicht-Ortskundiger ankommt mit der Bahn und in die Königsstraße möchte, steht man schon vor dem Problem, wie läuft man da jetzt hin? Es gibt einmal den geraden Weg, der nicht komfortabel ist, nicht sicher ist und wenn man Pech hat, so endet. Nicht schön. Man kann natürlich dann den Fußgängerüberweg nehmen. Ist ein weiter Weg, gibt wenig zu sehen, außer ein bisschen Stadtmauer. Ist jetzt auch nicht unbedingt der große Wurf, also möchte man irgendwie optimal geführt werden. Und das ist an diesem Platz eben die Unterführung. Jeder kennt sie, der in Nürnberg wohnt, jeder weiß, dass es nicht unbedingt übersichtlich ist, schon gar nicht für jemanden, der sich das erste Mal dort durchbewegt. Also möchte man hier durchgeführt werden. Wie schon erwähnt, in so einem Tunnelszenario habe ich nicht schlechtes GPS, da habe ich überhaupt kein GPS. Somit habe ich auch keine Positionslösung. Was ich da aber habe, ist, wie auch in vielen anderen Innenstadtbereichen, freundlicherweise durch die VAG bereitgestellt, ganz viele WLAN-Netze. Also ist das Naheliegende, dass wir die WLAN-Netze hernehmen, da das auch in jedem Smartphone verfügbar ist. Wie funktioniert das Ganze? Ich erkläre es am Beispiel einer Büroumgebung. Das ist Standardbüro, Flur, Konferenzraum und so weiter, Wände dazwischen. Ich möchte mich orten als Nutzer mit meinem Smartphone. Ich habe zur Verfügung mehrere Basisstationen, die sich in Büros, Geschäften und so weiter befinden. Was muss dafür passieren? Zunächst einmal muss dieses Bürogebäude im Vorfeld eingemessen werden. Es werden also entsprechende Referenzpunkte festgelegt und an jedem dieser Referenzpunkte wird dann geschaut, welche WLAN-Netze kann ich sehen und mit welcher Sendeleistung kann ich sie empfangen. Das sind mehr oder weniger eindeutige Fingerprints, die dann erstellt werden. Die werden in einer Datenbank hinterlegt, der sogenannten Referenzpunkte-Datenbank. Diese Datenbank nehme ich dann zum Lokalisieren her und habe sie auf meinem Telefon. Wenn ich mich nun orten will, schaue ich an meinem Standort, welche WLAN-Netze kann ich sehen, mit welchen Empfangsstärken wieder,
vergleiche das mit meiner Datenbank, stelle fest, diese drei Punkte passen am besten, dann ermittle ich den Schnittpunkt, den Punkt mit der geringsten Distanz zu diesen Punkten und nehme das als mein Positionsergebnis. Das ist der technische Ablauf bei unserer WLAN-Ortung. Hier als Beispiel, wir haben die Nürnberger Innenstadt komplett vermessen und aktualisieren diese Karte auch regelmäßig. Ich brauche für eine Positionsbestimmung 3 bis 5 WLAN-Netze zum Fingerprinten. Was haben wir in Nürnberg? Wir haben, wie man hier sehen kann, zwischen 17 bzw. 12 und 40 und wenn man hier so in der Nordstadt schaut, auch teilweise bis zu 70 verschiedene WLAN-Netze, die ich da empfangen kann. Also selbst wenn einzelne Personen ihren Router ausschalten, ist in der Regel immer noch genug da, damit ich meine Position bestimmen kann. Das ist das eine, was wir machen. Da wir im Smartphone auch noch die schönen Sensoren haben, die dafür zuständig sind, dass ich mein Bild drehe, wenn ich mein Telefon drehe, haben wir uns gesagt, gut, die nehmen wir noch, um die Position zu verbessern. Wir nehmen verschiedene Merkmale in diesem Signal, beispielsweise jetzt hier, um einen Schritt zu erkennen, schauen, ob diese Merkmale drin sind, stellen fest, sie sind da, haben einen Schritt. Mit dieser Erweiterung, der blaue Fleck da gehört eigentlich nicht rein, kann ich verschiedene Zustände unterscheiden. Ich kann Gehen unterscheiden, Rennen unterscheiden und so weiter. Ich kann aber auch feststellen, ob ich in ein Auto eingestiegen bin. Ab diesem Zeitpunkt brauche ich nicht weiter auf so eine Technologie zu gehen, weil dann kann ich letztendlich mich auf ein GPS verlassen und ein Map-Matching, das jedes Navigationssystem heutzutage beherrscht. Im WLAN-Fall kann ich damit allerdings drastisch meine Position noch verbessern. Das überspringe ich jetzt einmal. Wo funktioniert es? Es funktioniert in Bahnhöfen, es funktioniert in U-Bahnhöfen, es funktioniert in Flughäfen, es funktioniert in Einkaufszentren. Es funktioniert sogar in diesem beschriebenen Fall, dass ich beispielsweise meinen ICE-Waggon betrete, feststelle, bin ich im richtigen Waggon und mir auch sagen lassen kann, okay, ich möchte jetzt zu Platz 42. Was wir machen, ist das Ganze, diese WLAN-Daten dann herzunehmen, das Ganze zu verrechnen mit den GPS-Daten, sodass ich als Nutzer wirklich keinen Gedanken drauf verschwenden muss, sondern einfach nur angezeigt bekomme, da bin ich und mich bewegen kann durch die Stadt. Ich kann die Einkaufsstraße lang gehen, wo ich einen guten GPS-Empfang habe. Ich kann in die kleine Nebenstraße gehen, wo er nicht mehr toll ist. Ich kann ins Kaufhaus reingehen und ich bekomme jederzeit eine Position. Einzige Grundvoraussetzung ist, dass dieses Gebiet eben vermessen ist. Allerdings mit der Vermessung greife ich zurück auf eine existierende Infrastruktur. Das heißt, es muss nicht von Seiten der Stadt oder vom Kaufhausbesitzer oder sonst irgendwas noch eine zusätzliche Infrastruktur installiert werden. Zusammengefasst, es ist eine autarke Lokalisierung auf dem Endgerät. Also es werden keine Nutzerdaten an irgendeinen Server gegeben. Es ist eine Lokalisierung, die nur auf dem Gerät des Nutzers stattfindet. Es weiß also kein anderer, wo man sich befindet. Es findet auch keine Kommunikation mit den WLAN-Access Points oder den WLAN-Netzen statt. Es ist eine Nutzung bestehender Infrastruktur. Es funktioniert in Innenstädten, es funktioniert in Gebäuden. Wir haben je nach Fall eine Genauigkeit, die in der Regel zwischen 3 und 7 Metern liegt. Wenn ich spezialisiert einen Raum ausstatte mit Richtantennen, kann ich es auf 1,5 Meter drücken. Letztendlich, wie ist es für Nutzer, für Sie als Entwickler nutzbar? Wir bieten Eval-Kits an, bei denen Diagnosetools und so weiter verschiedene Varianten von Bibliothekseinbindung, Lokalisierungsservice auf Android und so weiter angeboten wird. Sollte es in einem Produkt weitergehen, wird dann allerdings die Lizenzierung nach Einzelfall gestaltet, weil wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es nicht sinnvoll ist, irgendwo vorzuschreiben, wie die Lizenz auszusehen hat. Das hängt letztendlich auch von Ihrem Szenario ab. An dieser Stelle ist zu dem Eval-Kit noch anzumerken, dass es für die, die an dem App-Camp teilnehmen, so ist, dass dieses Eval-Kit kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Für die Sieger letztendlich im Produkt 2 Jahre lizenzkostenfrei verwendet werden kann. Für die, die letztendlich nicht siegen, ist es allerdings noch 1 Jahr weiter zu verwenden, in der Hoffnung, dass sie dann trotzdem ihre
App auch ohne Sieg im Entwicklercamp zum Produkt-Rollout bringen können. Ein Wermutstropfen gibt es, und das ist, dass wir aufgrund von Apples unfreundlicher Produktpolitik leider keine iOS-Lösung aktuell haben. Die Schnittstellen, die wir bisher genutzt haben, um die Feldstärken auszulesen, wurden gestrichen, ersatzlos gegenwärtig. Wir arbeiten jetzt an einem Alternativverfahren, das genauso anzusprechen ist. Das ist aber aktuell nicht verfügbar. Da muss man noch ein bisschen warten oder darauf bauen, dass Android den Marktanteil übernimmt. Voraussetzung zur Benutzung, wie gesagt, ist eine Trainingsphase. Man muss einmal das Gebäude einmessen und man muss mit der App zusammen die Datenbank ausliefern, die allerdings nicht besonders groß ist. Ich glaube, das ist für Nürnberg irgendwas um 1 MB oder so oder drunter. Nageln Sie mich da nicht drauf fest. Ja, das war's zur WLAN-Ortung, und jetzt darf ich weitergeben an meinen Kollegen Herrn Prasser von der Mobilienz. Ja, ich darf Sie beruhigen, es bleibt technologisch. Wir von der Mobilienz sind in diesem ganzen Konsortium im Endeffekt so die Software-Jungs, die Backend-Jungs. Aber ich kann Sie beruhigen, ich werde jetzt nicht in die Tiefen von Java-Quellcode mit Ihnen einsteigen wollen. Wir wollen auch nicht XML-Schnittstellen im Detail beschreiben und auch nicht die Details von der Software-Architektur. Was wir im Endeffekt als Mobilienz in diesem Konsortium machen, das sind im Endeffekt drei Schwerpunkte, die wir hier haben. Das eine Thema ist das Thema Mobility Management. Vielleicht im Vorfeld nochmal unsere Tagline oder unser Slogan ist Mobility as a Service. Wir sind speziell im B2B-Umfeld unterwegs, also momentan für Geschäftskunden. Geschäftskunden haben ganz spezielle Anforderungen. Eventuell gehen wir später mal in den B2C-Bereich über, müssen wir einfach einmal schauen. Mobility Management, also wir bieten momentan Geschäftskunden eine intermodale Reiseplattform an, von A nach B, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und mit Hotelbuchung und Mietwagen, also alles, was im Endeffekt zu einer Geschäftsreise gehört. B2B-Kunden haben hier eine ganz spezielle Anforderung. Und zwar Intermodalität hat ja immer mit bestimmten Profilen zu tun. Das heißt, ich will entweder schnell von A nach B, weil ich einfach einen Termin morgen, nächste Woche, wann auch immer habe, oder ich möchte möglichst kostengünstig reisen. Eine weitere Präferenz wäre möglichst bequem. Aber wenn ich zum Beispiel meinem Chef sage, ich möchte jetzt eine Dienstreise buchen mit der Prämisse möglichst bequem, dann fragt er mich wahrscheinlich, was ich morgen rauche, und ich soll einfach mit dem Zeug aufhören. Also das ist so, ich wollte damit einfach nur mal ein bisschen so die besonderen Herausforderungen oder Anforderungen von Geschäftsreisen in Vordergrund stellen. Das ganze Thema Intermodalität oder Mobility Management ist in unseren Augen auch sehr, sehr stark verknüpft mit dem Thema Echtzeitdaten. Also wir glauben, dass wirkliche Mobilität, Intermodalität nur auf Basis von Echtzeitdaten funktionieren kann. Und wer immer sich hier schon mal mit dem Thema Echtzeitdaten und Schnittstellen und mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt hat, der weiß, dass das dass da einfach Fürstentümer da sind, dass da hier Hoheitsgebiete von Daten da sind, dass es nicht immer ganz leicht ist, an diese Daten ranzukommen. Der nächste Bereich, Internet, das Internet als Betriebssystem, also Web Services. Das Thema ist vorhin schon ein paar Mal gefallen. Im Endeffekt Integration von Diensten, die es momentan schon am Markt gibt. Wir sind schon der Meinung, dass wir nicht alles selber erfinden müssen. Es gibt bestimmte Sachen, die können wir einfach nutzen, die können wir einfach integrieren. Zu dem Punkt auch nochmal so vielleicht ein bisschen zu meiner Historie, warum wir so denken oder warum ich so denke. In einem früheren Leben habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, wo der Slogan war, the network is the computer. Und da nimmt man so ein paar Sachen in seiner DNA auf, wo man einfach sagt, lass uns doch einfach mal ein paar Sachen auf den Tisch bringen, die verknüpfen, und es muss nicht jeder immer das Gleiche selber entwickeln, wenn es sowas schon mal gibt. Letzter Punkt, für den wir in dem Projekt zuständig sind, ist der Begriff oder die Begrifflichkeit Seamless Access, also intuitiver, reibungsloser Zugang zu Daten. Hier nochmal auch,
entsprechend dem Endgerät und der Situation, in der ich gerade bin, brauche ich Daten in einer bestimmten Form aufbereitet. Und das meinen wir einfach mit dem Bereich. Beim Thema Multimodalität, Intermodalität oder Mobility as a Service per se, das sehen wir einfach in drei Bereichen. Der Pre-Trip, also ich buche irgendwas, eine Reise, ein Trip, On-Trip, da wird es dann so richtig spannend, und Post-Trip, das ist eigentlich so ein Bereich, den können Sie gleich wieder vergessen. Das ist ein spezieller Bereich für Geschäftsreisen, für B2B-Kunden, wo es im Endeffekt um so profane Dinge geht, wie Reisekostenabrechnung, wie Analysen, wie Reporting. Und ich denke, der eine oder andere hier darf sich jeden Monatsende mit so einem Packen Papier mit seinen Reisekostenbelegen rumärgern. Hier kann man bei Geschäftsreisen im Endeffekt auch eine gewisse Erleichterung bieten. Und das tun wir mit dem Angebot. Auf was ich mich jetzt konzentrieren würde, ist ganz gerne der Bereich Pre-Trip. Wir kommen ja typischerweise aus dem Long-Distance-Travel. Das heißt, eine Dienstreise von München nach Brüssel, von München nach Singapur, von München nach Übersee, keine Ahnung. Das Projekt Seamless City hier, in dem wir Partner sind, das ist mehr fokussiert auf den Bereich Short-Distance-Travel. Also im Endeffekt die letzte Meile. Und hier einfach Sachen zu integrieren, öffentlicher Nahverkehr, Busse, Trambahnen, lokale Autovermietungen. Das kann sogar runtergehen bis zu Fahrrädern. Also was wir auch einfach auf der Agenda haben, ist jetzt, glaube ich, für einen Businessreisenden nicht wirklich eine Alternative. Aber ich glaube, gerade speziell in diesem Umfeld werden wir auch nochmal sehr, sehr viel an Erkenntnis gewinnen, wie man diese Dinge auch reibungslos integrieren kann. Hier in dem Bereich auch, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Kollegen hier von der Stadt Nürnberg, da laufen wir wirklich offene Türen ein, also in Form von Daten, in Form von Zusammenarbeit, in Form von Schnittstellen. Also ganz, ganz großes Kino, nochmal ganz spezieller Dank hier. Spannend wird es dann wirklich im Bereich On-Trip, also das heißt, ich bin auf meiner Reise und ich möchte einfach informiert werden, verspäten sich Flüge, ändern sich Umsteigebahnhöfe. Also diese ganzen Dinge mehr, das ist ein Bereich, in dem man momentan die ersten Erfolge schon zu verzeichnen haben. Da müssen wir noch dran arbeiten. Hier geht es auch dann nochmal um eine Integration von einem Bereich Navigation, also Indoor-Outdoor-Navigation. Wie integriere ich das auf meiner Reise? Und hier geht es auch nochmal speziell in dem Projekt um einen ganz, ganz spannenden Bereich, der heißt Umweltdaten. Umweltdaten können Sie ja dieser Tage von verschiedenen Quellen bekommen. Das eine Ende ist im Endeffekt das ganze Thema Satelliten. Also hier gibt es spannende Daten, hier kann man spannende Daten bekommen. Das andere ist im Endeffekt lokale Umweltdaten. Und was uns in dem Projekt so ein bisschen vorschwebt, ist einfach ein spezielles Rerouting zu machen aufgrund bestimmter Begebenheiten. Heißt zum Beispiel, ein Nutzer oder ein Reisender ist einfach empfindlich auf Umweltbelastung, Ozon, Feinstaub, was auch immer. Wenn man dann merkt, dass entlang der Reiseroute diese Parameter auftauchen, dann den Reisenden im Endeffekt ein Rerouting, eine Umleitung zu erlauben, um einfach besser, bequemer und auch gesundheitsfördernder reisen zu können. Das Thema App-Entwicklung, um das wir uns ja auch kümmern dürfen im Rahmen von dem Konsortium, einfach mal hier ganz kurz, unterschiedliche Devices mit unterschiedlichen Datenformaten, hier einfach mal ein Beispiel von einer Webpage, wo man einfach sieht, wie so eine intermodale Reise aussehen kann, auch mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten von verschiedenen Flugzeugen, verschiedene Hotels, verschiedene Mietwagenkategorien. Das Ganze immer unter der Prämisse Reisekostenrichtlinien, was darf ich, welche Klasse darf ich buchen, welche Klasse darf ich fahren. Das Ganze sieht dann auf dem Tablet-PC schon wieder mal ganz anders aus, weil man einfach unterschiedliche Eingabemöglichkeiten hat und auch unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Und so richtig spannend wird es dann im Endeffekt auf dem Smartphone. Wir hatten ja ganz zu Anfang schon mal das Thema, ich glaube, keiner von uns möchte ganz gern irgendwelche Kreditkartennummern auf sein Smartphone eintippen. Also hier einfach auch entsprechend dem Nutzer, entsprechend dem Device, entsprechend dem Ort, an dem die gerade sind, die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Hier sehen Sie einfach mal so ein bisschen so eine kleine Zusammenfassung. Die grünen Flecken oder die grünen Fenster, das sind so Themen, die wir bereits adressieren, die wir mehr oder weniger gut im Griff haben.
Die weißen Flecken, und das ist so einer der Gründe, warum wir uns ganz besonders gefreut haben, dass wir hier sein können, ist, da gibt es bestimmt auch von Ihrer Seite noch so die eine oder andere Idee. Und lassen Sie uns da einfach gemeinsam Ideen auf den Tisch bringen und einfach auch gemeinsam sehen, wie wir da vorankommen. Das war es im Wesentlichen von unserer Seite, und dann möchte ich jetzt sehr gerne an den Herrn Nordschild übergeben. Ich habe es ganz einfach, Michael Nordschild aus Nürnberg. Es wird nicht technisch, es wird heimisch. Und es wird kurz. Warum hat uns dieses Projekt Spaß gemacht, es nach Nürnberg zu holen? Weil es da einiges gibt, wo vielleicht diese Mobilität in Nürnberg federführend für Deutschland und dann noch Wien und die ganze Welt irgendwann mal hier weiterentwickelt wird. Und weil es noch ein kleines Geschenk dazu gibt. Und zwar das hier. Das wird die Natascha Deutinger später auch nochmal mit Zahlen, Nummern und Daten und so weiter versehen. Ich versuche es mal vom Sinn her. Es macht einfach Spaß, zum Beispiel von meinem Büro hierher zu gehen. Da kommt man durch die Fußgängerzone, und da ist um die Zeit heute richtig was los geworden. Und zwar wahrscheinlich auch deshalb noch, weil es einen Einzelhandel gibt. Online-Einkaufen ist schön, aber lebende Innenstädte sind zum Beispiel was, was ich eigentlich auch ganz gern mag. Darum haben wir uns gedacht, oder was heißt gedacht, es gab zwei Ideen, wie man zusätzlich zu diesem Projekt, ein bisschen mitfinanziert von der Europäischen Union, noch was Sinnvolles tun kann. Und rausgekommen ist dabei ein etwas hochstehenderes Nürnberg Shopping App. Shopping Apps gibt es ziemlich viele, aber das sollte ja auch verschiedene Mehrwertfunktionen haben, zum Beispiel Markenartikel suchen. Ein touristischer Faktor, zum Beispiel in Nürnberg, ist es, Leute aus anderen Ländern anzusprechen und irgendwo hinzuführen, Routing zu Gebäuden. Der Herr Jahn hat was Schönes gesagt, Indoor-Ortung in Kaufhäusern, also zum Beispiel auch darauf aufmerksam machen, wenn ein Artikel gerade dort besonders preiswert zu erhalten ist, also relativ komplexe Transaktionen möglich machen. Da gibt es einen Verein in Nürnberg, der heißt Erlebnis Nürnberg. Und da wird es schon interessant, wenn wir später mal daran denken, wie so eine App zu entwickeln ist. 150 Personen, Organisationen, ganz verschiedene Unternehmen, ganz verschiedene Größenordnungen, von ganz kleinen Einzelhändlern bis zum Beispiel auch den großen Kaufhäusern, die zum Beispiel eigene Datenbanken haben. Die wollen gemeinsam ein Nürnberg Shopping App, das Schweizer, Russen, Nürnberger und Fürther ansprechen soll. Also ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Und klar, damit kann man, deswegen ist die NIC auch in diesem Projekt dabei, eben diesen Standort Nürnberg ein bisschen attraktiver machen, dass er schon attraktiv ist. Halt, das muss man auch noch dazu sagen, eingebunden werden sollen natürlich auch Gutscheinsysteme. Hat jemand Nürnberger Zehner schon mal verwendet? Ja, es gibt noch viel zu tun, ich wusste es auch nicht. Ein Gutscheinsystem, mit dem eben der Handel hier versucht, den Umsatz in der Innenstadt ein bisschen anzukurbeln. Das ist quasi der Designated Sponsor später von dem AppCamp, was das Nürnberger App angeht. So, und das ist Best Place in the World, nämlich Nürnberg. Dürfen wir ja stolz sein hier. Das Projekt hat auch gemerkt, dass es hier eine ziemlich tolle Struktur gibt, ohne große Wege durch die Landschaft zu kommen und Partner zu finden. Beispiel ist hier, dass sich sämtliche Verkehrsträger mal zusammengefunden haben, schon vor langen Jahren, um in einer Webplattform mal zusammenzuarbeiten. Damals war es wirklich schick, ein Webangebot aufzubauen. Mit denen arbeiten wir zusammen, und der Vorteil für jemanden, der hier entwickelt, ist schlicht und einfach eines: er kann einen Ansprechpartner mal ansprechen, statt überall rumzurennen. Das hat der Willi Prasser auch schon gesagt, dass es quer über diese Stadt einfach die Möglichkeit gibt, relativ schnell zu einem Projekt zu kommen. Das waren alle Auswärtigen gesprochen, die sich mal überlegen, sowas auch hier zu machen. Das wissen auch andere, die hier im Raum sitzen, dass es zumindest mal ganz lustig ist, nicht von Pontius zu Pilatus zu rennen, um dann mal jede Schnittstelle einzeln zu erbetteln. So, ich würde mich freuen, wenn was Tolles dabei wird. Die Frau Deutinger sagt uns jetzt noch, wie das alles wird und wann das alles wird und was es dafür auch noch alles gibt.
So, wie vorhin bereits erwähnt, wir werden dieses App Developer Camp hier in Nürnberg stattfinden lassen. Herr Nordschild hat dankenswerterweise schon eigentlich eine unserer zwei Kategorien erwähnt, nämlich die Shopping-Kategorie. Die Shopping-Kategorie, da dürfen Sie sehr wohl kreativ werden. Wie kann ich dieses Shopping-Erlebnis Nürnberg mit Nutzung des Developer-Kits, welches wir vorher ja schon gehört haben von Herrn Jahn, sprich mit Indoor- und Outdoor-Navigation miteinander zu verbinden, um hier zu einem guten Business- und Use-Case zu kommen. Die zweite Kategorie, die wir hier haben, weil Sie haben ja schon vorhin gehört, es ist ein europäisches Projekt, es gilt hier jetzt auch die Stadt Wien in gewisser Weise und deren Bedürfnisse ja, zu befriedigen. Stadt Wien hat sich ganz was Besonderes vorgestellt, nämlich Entwicklungen und Anwendungen, die barrierefreie grüne Stadt unterstützen, sprich also viele Lebensräume, natürliche Lebensräume, die es sonst noch in der Stadt Wien noch gibt, wie Parks oder Naturschutzgebiete mit einzubinden. Und hier kommt auch noch wieder der Umweltaspekt, den wir hier haben. Wir haben die volle Verfügbarkeit von in situ lokalen Daten, also Sie haben bereitgestellte Datensätze, mit denen Sie arbeiten können, ebenso auch also Daten unserer Partner, des Anwendungszentrums, aus Satellitendaten, aus der Erdbeobachtung und Erdmonitoring. Wir haben das Developer-Kit von Avilog. Wir haben die ersten, womöglich die ersten Schnittstellen gegenüber der Mobilians-App, wo Sie sich selbst andocken können, um Ihr Use-Case zu erarbeiten. Und Use-Case soll ja nicht nur Use-Case sein, sondern es soll ein Business Case daraus werden. Und da kommen wir jetzt zu dem Preis. Der Preis ist tatsächlich in der jeweiligen Kategorie jeweils 20.000, ist ein realer Auftrag. Ein realer Auftrag, sprich also zur Umsetzung dieser App und zum Betrieb der App für Stadt Nürnberg und Stadt Wien auf der anderen Seite. Und da kommen wir wieder ins Spiel, das Anwendungszentrum. Das Anwendungszentrum selbst ist nämlich Betreiber eines der neun Inkubatoren, Business-Inkubatoren der Europäischen Raumfahrtsagentur. Das ESA-BIC, kurz ESA-BIC genannt, dient dazu, Unternehmen in der Gründungsphase zu stützen, finanziell, aber auch mit technischer und betriebswirtschaftlicher Expertise. Und die Idee nach dem AppCamp, welches ja hier praktisch im Februar vom 7. bis zum 10.2. stattfindet, dann in der Zeit der Umsetzung der App und womöglich einer weiteren Ausgründung zu unterstützen und zu begleiten. Das heißt, neben den 20.000 gibt es noch weitere Supporting-Aktivitäten durch ESA-BIC. Ich mache jetzt einfach Werbung, ist so. ESA-BIC gibt es unter anderem in Nürnberg. Also wir sind zwar aus Oberpfaffenhofen, aber wir haben zwei Außenstellen und eine davon ist in Nürnberg mit der großartigen Unterstützung von Fraunhofer IIS. Ja, wenn es Fragen zum AppCamp gibt, bitte mich merken. Und da unten sitzt auch noch eine schöne blonde Dame. Bitte Sie einfach anquatschen in der Pause. Dann können wir Infos geben, wie das Ganze abläuft. Ich habe es vergessen. Logis und Kost ist von uns übernommen während des AppCamps. Ja, vielen Dank. Applaus